willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Jawohl. Wir haben das letzte Bundesligaspiel 4:0 gewinnen können, haben unseren Tabellenplatz 3 gefestigt. Gut, vielleicht mit Schalke, aber wesentlich besseres Tordifferenzverhältnis. Gut, Bayern ist Meister geworden. Leverkusen wird wohl Vizemeister. Mal gucken. Muss man schauen. So, wir werden erstmal unsere Rotation in Rotation 1 ändern. So, Rotation 1. Zack. Alle wieder dahin, wo sie sind. So, wir haben jetzt abgespeichert. Jawohl. Sieht alles sehr gut aus. Wir spielen ja im Videotextmodus. Da werden wir erstmal umstellen. Einmal so. Und einmal auch wieder unsere Erfolgstaktik im Text, Videotextmodus auf 44%. So. Perfekt. So, der ist noch verletzt. Askar Sibar, der darf nicht spielen. Dafür kommt dann Burnic rein. So ist das. So läuft das und nicht anders, Junge. Mach keinen Driss, Fritzl. So, schauen wir mal. Da haben wir jetzt Vergnügungspark, waren wir. Okay. Ja, so schön. Haben sich gefreut. Die zweite hat gespielt gegen Unterreuther Fürth und 4:2 gewonnen. Sehr gut. Kolling erzielt 3 Tore. Ist ein Stürmer. Das ist sehr gut. Wir werden aber die zweite ein bisschen umsortieren. Da werden wir jetzt eine andere Taktik spielen. Das ist dann die Taktik, die zweite ab jetzt immer spielen wird. Und zwar die 4-4-2 off. Wo ist sie? 4-4-2 off. Da ist sie. Zack. Okay. So. So wird die zweite halt dann spielen, nicht wahr? So. Alles klar, Herr Kommissar. Tralalalala. Können wir mal gucken, ob wir schon was für die nächste Saison gebrauchen können in der ersten. Der Innenverteidiger vielleicht. Muss man mal gucken. Haben wir noch einen Innenverteidiger? Der spielt aber defensives Mittelfeld. Wieso spielt der defensives Mittelfeld? Hä? Bist du doof oder was? Hab ich keinen defensiven Mittelfeldspieler mehr hier? Ach, nicht doch da, Junge. Mach doch keinen Driss-Fritzl. Regeln. So, defensives Mittelfeld. De La Cruz. Dann soll der gefällig so spielen, die Hupe. Wie kann der denn nicht spielen? Ach so. Ah, der soll Innenverteidiger spielen. Ja, ist okay. So. Ach, komm her, Junge. So, mach uns raus. Jean de la Cruz soll ein defensives Mittelfeld spielen. Komm ja nicht daran mit dem fiesen Matenten-Freundchen. Hä, wieso ist der denn immer noch drin? Ist der blöd oder was? So, De La Cruz ist verletzt oder was? Hä, wo ist der denn jetzt? OM Stürmer, Stürmer. Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger. Wo ist denn De La Cruz? Ah, der ist verletzt. Okay, deswegen kann er nicht spielen. Okay, alles klar. Gut, dann geht's weiter in die Trainingswoche. Augsburg, der 17. gegen Köln, den 3. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Und danach haben wir das Spiel gegen Dortmund im 3D-Modus. So, Edmilson Fernandez kommt zurück. Rechtes Mittelfeld. Jawohl, der bleibt beim Papa. Nur verliehen. Machen gleich mal ein rechtes Mittelfeld. Rechter Mittelfeldspieler haben einen guten. So, da haben wir den Dorn, der ist auch rechtes Mittelfeld. Auch 73. Auch nicht schlecht. So.
Acuña, Stürmer. Jawohl. Den brauchen wir. Der kommt zu Papa zurück. Sehr gut. Was haben wir da für einen? Position Linksverteidiger, Innenverteidiger. Willfort. Wollen die 1,29 Millionen? Ja, können sie haben. Auf Wiedersehen. Was wollen die? 202.000. Becker ist, was ist der? Innenverteidiger. Kann weg. Nehmen wir noch ein bisschen Geld ein. 90.000. Schulinov, defensives Mittelfeld. Ne, der kommt zurück. Ich brauche einen zweiten defensiven Mittelfeldspieler. So. 146.000. Was bist du? Zentral offensives Mittelfeld. Ne. Der kann dahin. Und tschüss. Das war's. Mehr gibt's nicht. Reicht ja auch. Das reicht ja auch. So, drei Spiele vor Schluss. Was sagt er mir an? Vierter werde ich. Der sagt mir jetzt ein Unentschieden gegen Augsburg an. Gegen Dortmund mit Sicherheit eine Niederlage. Mit 2:1 habe ich gewusst. Und am 34. Spieltag hat er mir voraus ein Heimspiel 1:1 gegen Wolfsburg. Müssen wir ja dann noch sehen. Mal gucken. So. Das lassen wir alle so. Gucken wir mal. Der Körper gewinnt Figur Massi. Nein, der bleibt in der zweiten. Hallo. Tschüss. So. So. Trainingsziele erreicht. Dann gucken wir mal. Spieler, neue Ablöseforderung geschlossen. Ohne jegliche Probleme erhalten die Lizenz. Trainingsziel erreicht. Janis Horn. Oh ja, der hat jede Menge Trainingsziele erreicht. Ja, der wird immer besser, der Junge. Den haben wir doch gut entwickelt. Sieht doch gut aus. So, das wär's. So, erste Mannschaft, haben wir da irgendwas Problematisches? Keine Gesperrten. Das ist gut, dann können wir jetzt spielen. So, spielen. Und zwar im Videotextmodus natürlich. Textmodus hat man jetzt gegen, Mainz. Jetzt kommt Videotext gegen Augsburg. So, dann wollen wir mal gucken. Null zu null. Immer noch 0:0. Weiterhin 0:0. Jetzt 1:0 für uns durch Jan Fiete ab. Sehr gut. Und Halbzeit. 1:0 zur Halbzeit. Sehr gut. Hinspiel ist 2:2 ausgegangen. So. Co-Trainer sagt an und weiter geht's. So, dann wollen wir weiter schauen. Immer noch 0:1, jetzt 1:1 durch Alfred Finnbogason, 1:2 durch Olmo. Jetzt geht's zum Ende hinzu. 1:2 gewonnen, sehr, sehr gut. Schalke hat auch gewonnen, aber wir sind immer noch hinter uns. Das ist sehr gut. Jetzt kommt nämlich Borussia Dortmund als nächster Gegner. Ui, sehr gut. 1:2 gewonnen. So. Wir haben 2:1 gewonnen, das ist sehr gut. Das freut uns. Und als nächstes dann auswärts bei Borussia Dortmund. Das wird noch ein Knaller. Das wird noch Hammer. Okay. Das war's für diesen für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns morgen beim Spiel gegen den BVB wieder. Bis morgen dann. Ciao, ciao.